Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Project to Fast Folge. Wie es weitergehen wird, seht ihr nach dem Intro. Ja, heute spiele ich mal alleine auf dem Server. Marcel ist gerade nicht da, ich weiß nicht, wo der ist. Ich bin heute auch etwas früher nach Hause gekommen, weil ich krank bin. Hört man mir jetzt Gott sei Dank nicht an, ansonsten würde ich jetzt auch nicht aufnehmen. Aber ich nehme deswegen jetzt auf, weil ich ansonsten keine Folge hätte und das wäre jetzt schon der dritte Tag in Folge gewesen, wo ich da nicht draufgeladen hätte. Das wollte ich nicht. Dazu werde ich mich auch gleich nochmal äußern. Okay, gut. Ich habe nur noch kurz den Chat gelesen. Und zwar ist es so, dass ich einfach am Dienstag bin ich halt nicht dazugekommen, weil, warum bin ich da eigentlich nicht dazugekommen, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann da Minecraft Talk aufgenommen, so eine Talkrunde mit Sander, die wahrscheinlich morgen kommen wird. Aber durch einen Renderfehler habe ich es, also die hätte eigentlich am Mittwoch schon kommen sollen, aber durch einen Renderfehler habe ich es nicht geschafft, die Folge rechtzeitig raufzuladen. Weil am Mittwoch bin ich erst um 17 Uhr, wollte ich gerade sagen, um 19 Uhr nach Hause gekommen und dann ging das halt nicht. Außerdem ist es so, dass ich jetzt gestern, dadurch, dass ich erst um 19 Uhr nach Hause gekommen bin, auch noch ziemlich kaputt von der Schule, kaum Zeit und muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, Lust hatte, mich da hinzusetzen und das Ganze zu rendern. Deswegen nehme ich auch erst heute auf. So. Das ist der Hauptgrund. Gut, das wollte ich euch eigentlich nur kurz gesagt haben. So. Läuft. Hui. So. Gut, dann gibt es hier auf dem Server noch ein paar Neuerungen. Und zwar hat sich der Streamer um einiges verbessert. Also die Objekte laden jetzt wesentlich schneller. Viel, viel schneller. Wie man vielleicht auch hier schon merkt. Dann gab es einen kurzen Bug. Den haben wir dann aber, beziehungsweise Chris hat den behoben, nachdem wir ihn drauf aufmerksam gemacht haben. Boah, Alter. Das war echt knack. Knapp. So. Gut. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe da. Das ist gerade echt schwierig. Nein, nein. Oh, puh. So, gut. Was war noch? Genau. Wir haben einen neuen Clan und das Ganze nennt sich Bratschnitzel. Psycho, der jetzt auch gerade hier im Chat geschrieben hat, nennt sich. Er meint dazu Babuschnitzel. Denn ich sage immer Spaß, aber ich bin der Babo vom Bahnhof, deswegen sagt er Babo-Schnitzel. Könnt ihr auch dazu sagen, interessiert mich nicht. Alter. Auf jeden Fall, wenn ihr da rein wollt in den Clan, in Bratschnitzel, dann müsst ihr einen Mindestscore von 2000 Punkten haben. Das haben Marcel und ich gestern beschlossen, aus folgendem Grund. Ja, cool, die Spawn. Die Spawn. Aus folgendem Grund, weil wir halt schon recht viele sind. Ich glaube, gestern, als wir Spaß aber da auf dem Server waren, haben wir. Warte mal, wie viele Leute waren? Ich glaube, es waren dann 9 oder 10 Leute online. Und da waren dann 7 vom Bratschnitzel oben. Und das, ich meine, der Clan ist ein Feinclan, aber wir wollen zumindest halt nicht wirklich jeden aufnehmen, der halt jetzt gerade beginnt. Und der sagt, ja, invite mich. Wir wollen halt schon zumindest, ich sage jetzt mal, aktivere Leute hier. Oh, dankeschön. Aktivere Leute in unserem Clan haben. Clan Wars werden wir wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht, wenn jetzt sich jetzt so ein paar Leute finden, ne? Ja, dankeschön. Alter! Alter! Richtig krass, danke. Clan Wars, wie gesagt, werden wir vielleicht machen, aber ich weiß es noch nicht. Jo! Krank, Alter. Krank. So, gut. Warte, ich schreibe mich immer. Danke. Danke. Dann, wie ihr vielleicht rechts oben schon bemerkt habt. Cool bin ich. Cool.
Wie ihr vielleicht recht oben gerade bemerkt habt, da war eine Leiste neben dem Geld und über den Wins. Ja, das ist die Schadensanzeige vom Auto. Das heißt, wenn das Auto ziemlich kaputt ist, dann ist auch der Ladebalken ziemlich weit unten. Ja, läuft. Busensucht die. Schokoshake. Marcel kann dich nur inviten. Ja, ich bin derzeitig Co-Leader, aber ich kann komischerweise keine Leute inviten, deswegen muss das alles immer. Deswegen kann das derzeitig nur Marcel machen. Müssen wir noch gucken. Entweder ich mache das einfach falsch oder. Egal. Dinitiv. Gut. Ah, okay. Ich habe nur schnell nachgeschaut, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Also es waren jetzt auch so die Neuerungen, die hier auf dem Server sind. Christe King, ja, übertreibt, Mann. Danke. Hui. Christe King ist auch recht korrekt. Also der Admin ist so, dass derzeit ja kein Trainingsmode hier auf dem Server vorhanden ist. Oh shit, das war richtig schlecht. Die Map ist richtig geil. Danke. Dass da kein Trainingsmode vorhanden ist, so wie auf New Dawn. Aber dadurch, dass wir, ich sage jetzt mal, den Server ein bisschen promotet haben und dadurch auch ein paar Spieler raufgekommen sind, ist ja natürlich erstmal die Motivation da. Und zweitens muss ich auch dazu sagen, dass sie sich wirklich drum kümmern und versuchen auch den Server besser zu gestalten. Und das finde ich recht geil. Und ich freue mich auch schon hier auf den Trainingsmode. Ah ja, vielleicht alle, die halt auch so ein bisschen auf New Dawn gespielt haben. Reason wird wahrscheinlich den meisten Begriff sein, zumindest der AWS-Clan. Auf jeden Fall ist der jetzt auch rübergegangen. Danke. Der ist auch rübergekommen, also man sieht schon, dass New Dawn. Alter, krank. Ja. Cool. ich bin gerade ein bisschen sprachlos und ich finde es ehrlich gesagt eine coole Aktion. Muss mir noch was einfallen lassen, wie ich mich dafür revanchieren kann. Für die ganzen Spendenaktionen hier auf dem Server. Wow. Mal gucken. Vielleicht einfach mal mit denen allen quatschen, was weiß ich. Aber mache ich so oder so mit meinen Abonnenten recht gerne. Gehört ja auch dazu. Weil ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre. Deswegen denke ich mir mal so, sollte man noch ein bisschen Community aktiv bzw. Community bezogen sein. Alter, was ist da los hier? Zuerst ganz gut und jetzt läuft da gar nichts mehr. Und auf jeden Fall Community bezogen sollte man schon sein. Und ich kann euch die ganzen YouTuber nicht verstehen, weil da gibt es recht viele YouTuber, die sagen, ja, ich rede mit meiner Community nicht, weil. Umso mehr ich mit meiner Community Kontakt habe, umso weniger werden meine Videos aufgerufen. Und um ehrlich zu sein, ist es mir so, dass ich weniger Videoaufrufe habe und dafür mich mit der Community unterhalte, als wie umgekehrt, dass ich auf meine Abonnenten scheiße und dafür die Videoaufrufe habe. Weil, was mache ich dann? Dann bin ich in einem Partnernetzwerk und verdiene Geld. Cool, ich verdiene Geld damit, mit meinem Hobby. Aber mir ist Geld nicht so wichtig, mal gut. Jeder Mensch freut sich über Geld. Und ich sage das jetzt nicht nur so, weil ich das, keine Ahnung, wegen Sympathiewert und so weiter, dass ich den steigern will. Nee, sondern es ist einfach meine Meinung. Ich finde einfach, es gehört dazu, mit Abonnenten zu reden. Und Leute, die meinen, ja, ich rede deswegen nicht mit meinen Abonnenten, weil ich dann weniger Aufrufe bekomme. Um ehrlich zu sein, sorry Leute, aber für mich seid ihr einfach nur scheiße. Weil ich kann sowas nicht ganz nachvollziehen, weil immer die ganzen Leute, die das sagen, die ganzen YouTuber, die ganzen YouTuber, die das sagen, sind für mich ehrlich gesagt nur, die sind einfach nur auf Geld aus und wissen noch gar nicht mehr, woher sie kommen. Und deswegen, gefällt mir auch ungespielt so gut, dass der auf. Ich weiß nicht, ich finde, der ist einfach auf, versucht auch wirklich Community-bezogen zu sein. Das ist halt meine Meinung. Deswegen, ich mag das halt mehr. Gut. Sorry, hätte das mehr bekommen, habe aber vorhin 800 Wesen gegeben. Kein Problem. Ich habe jetzt. Glaube ich.
3K bekommen. Danke noch einmal. So. Ich glaube, ich fahre jetzt noch zwei Runden. Also. Ich schau mal. Ja, komm. Ich schau jetzt Core zu. Nein. Nee. Bitte nicht. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Nein. Nein, nein. Danke. Alter. Danke. Nein, nein, so. Danke noch einmal für das Geld. So. Gut, also finde ich echt geil von euch. Danke. Meine Güte. So. Alter. Ja, ich meine, es ist schon ein bisschen nervig, wenn du jetzt halt hier die ganze Zeit den Typen zuschaust. Könnt ihr. Oder ich frag mal. Nehm grad auf. Danke. So. Gut, das ist jetzt die letzte Map, die ich fahre. Ich war jetzt gerade ein bisschen leise, weil ich halt geschrieben habe. ja, wie gesagt, ich wollte euch jetzt hier. Boah, beinahe wäre ich drauf reingefallen. Ich wollte euch jetzt hier einfach mal nur kurz die Dings, die Neuerungen sagen. Ich wollte euch jetzt hier auch nur kurz sagen, warum in letzter Zeit keine Videos kamen. Das wird natürlich sich jetzt auch ändern, weil ich jetzt auch mit Marcel was geplant habe, weil ich jetzt auch diese neue Talk, Minecraft Talk Dings eingeführt habe, beziehungsweise ich meine, es gibt ja schon einiges, aber es ist für mich so quasi, ich habe einfach Hide and Seek Gameplays im Hintergrund laufen und währenddessen rede ich dann mit einer Person, mit der ich das Ganze aufziehe. Ihr werdet schon sehen, damit welcher. Rede ich dann über aktuelle Themen, über allgemeine Themen, wie zum Beispiel, boah, keine Ahnung, allgemeine Themen. Ich sage jetzt mal Sexismus, Gleichberechtigung, irgendwie sowas in der Art. Mal gucken, was sich da noch alles ergibt. Und so, solche Sachen sind dann halt quasi in dem Video. Und dann, ja. Das ist dann halt, wie gesagt, in dem Video. So, gut. Bei mir läuft gerade. Schaut recht gut aus. Vielleicht schaffe ich jetzt auch noch Hunter. Ah ja, rechts habt, seht ihr auch, meine Wins. Habe ich deutlich verbessert. Also, ich habe da schon ein bisschen mehr gezockt. Boah. Alter, aber das ist knapp. Ich weiß nicht, wohin. So, nochmal zurückfahren, weil ich nicht wusste, wohin. Dann dort umdrehen. So, da hat sich kurz mein Spiel minimiert, beziehungsweise ich hatte einen kleinen Crash und ich bekomme schon wieder Geld geschenkt. Danke an der Stelle nochmal. Das ist jetzt aber auch die letzte Runde, die ich wirklich fahre. Denn ja, ansonsten kommt das heute wieder nicht rechtzeitig und das kann ich euch einfach nicht antun. So, ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich das Ganze wieder nochmal von vorne aufnehmen soll. Aber ich habe einfach die Zeit dazu gerade nicht. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch wirklich gemacht. Dann hättet ihr die geile Aktion mit dem Geld spenden nicht mitbekommen. Das wäre dann auch schade gewesen. Ich muss da links rüber. Und jedes Mal vergesse ich, dass ich da besser fahren muss. So gut. Ja. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, vielleicht kommentiert ihr auch. Und ich bedanke mich nochmal an die ganzen Leute hier, die mir Geld geschenkt haben. Und dann hört man sich morgen bei einer neuen Folge. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.